Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Ja, wir haben Katie den Brief überbracht hier im Nomadencamp. Leider hat sie sich daraufhin umgebracht. Eieiei, das hätte man bestimmt auch anders regeln können. Naja, wir spielen jetzt so weiter, werden das irgendwann dem Ranger in der Station mitteilen, der da Waffenhandel macht. Schauen wir mal hier überall rein. Hier gibt es Bücher. Was haben wir denn hier? Entdeckt auch das tatsächliche Nützliche, die Morgenröte des Meuchelmörders, versteckt unter dem Regalboden. Schau dir das mal an. Gib das mal dem Dog. Soll mal sehen, was er da hat. Frühzeit für den Mitternachtbomber. Zerstörerfähigkeit plus 1. Okay, da könnten wir jemanden zum Zerstörer machen. Was, glaube ich, ganz gut wäre, wenn wir das bei Chojin irgendwann reinmachen, weil er nur noch einen Punkt einsetzen kann, der natürlich noch einige Stufen kosten würde. Aber danach hätten wir dann jemanden. Zerstörer ist doch sehr wahrscheinlich, vermute ich mal, dass das Sprengstoff ist, oder? Zerstörer, genau. Okay, dann das Buch mal Chojin. Mit sich selbst benutzen. Yay! Okay, und wir sollten... Ach nee, das ging irgendwie von hier unten, ne? Fähigkeiten reinlegen. So, bitteschön. Zerstörerfähigkeit. Was haben wir noch hier? Das wahre Leben über Dummies oder wie ich lernte, meine Angst vor dem Leben ohne Computer zu besiegen. Soldowski BB ist das Märchen vom durchgeknallten Ingenieur. Man kann sie aber nicht mitnehmen, schade. Hamster 220 Kampf im System. Das könnte natürlich auch irgendwelche Hinweise für irgendwelche Rätsel sein. Oh, wer liegt denn hier? Sieht so aus, als wurde der Bibliothekar das Opfer einer improvisierten Nephrotomie wurde. Was auch immer das ist. Nephroktomie. Auf dem Flicken seines T-Shirts steht Yegor. Sieht so aus, als wurde der Bibliothekar das Opfer einer... Okay, das wiederholt sich. Ich bin vor zweimal dran gekommen. Ja, dann lasst uns hier das wieder verlassen. Auf jeden Fall wurde darin jemand wohl umgebracht. Glaube ich. Gehen wir was höher. Was haben wir hier? Die Worte auf der Seite des Autos sind fast gänzlich verblasst. Und nur die Buchstaben FLT sind noch sichtbar, lesbar. Ein Schild mit der Aufschrift Archiv ist neben den abgenutzten Buchstaben aufgehangen worden, zusammen mit dem Bild von einer Bombe mit Buchseiten als Flossen. Hm. Was ist das? Nichts. So, hier wollen wir auch rein. Die Rangers haben Ralphie vor dem Ertrinken gerettet. Ja, genau. Ralphie, Libby, Elder Samuel Cole. Gib mal was näher. Hallihallo. Und der Red wird euch mal anquatschen. Oh, Rangers. Ich hörte, was ihr für meinen Ralphie getan habt. Ich danke euch. Haben wir doch gerne gemacht. Ich würde euch Gold geben, wenn ich welches hätte. Aber alles, was ich habe, ist dieser alte Apfel. Nun, ich könnte euch meinen Jungen geben. Alter Apfel? Hallo? Wie den Jungen? Kriegen wir jetzt Ralphie mit dabei, oder wie? Du möchtest uns deinen Sohn geben? Erstmal das, oder? Aber fragen wir mal. Ich weiß, dass es herzlos klingt, Ranger. Aber ich kann ihn an diesen gottverlassenen Ort nicht ernähren. Seit die Züge nicht mehr erfahren, hat hier keiner mehr ein Auskommen. Ralphie mitzunehmen wäre ein Gefallen für mich und für ihn.
Und er ist sehr geschickt mit der Schleuder. Er könnte euch helfen. Mit der Schleuder. Also ist er wahrscheinlich nur unnütz, ne? Aber wir könnten ihn ins Lager bringen. Was sagt ihr? Werdet ihr meinen Ralph hier mitnehmen und einen Ranger aus ihm machen? Mutti! Die Rangers würden so jemanden wie mich nicht nehmen. Hör auf, mich zu blamieren. Wir werden es ihm besorgen. Okay, danke Rangers. Ihr habt uns beide gerettet. Nun komm mit, Ralphie. Diese netten Rangers sind deine neuen Eltern. Du wirst jetzt mit ihnen gehen. Was? Echt? Klar. Ich wollte schon immer ein Ranger werden. Jetzt kann ich genug Geld verdienen, um irgendwo anders mit Jess... Huch! Mann, das ist großartig. Okay, wir haben Ralphie mit 62 Lebenspunkten, was nicht so prulle zu dieser Zeit ist. Du kannst Tierflüsterer... Du kannst mit Toastern reparieren. Okay. Extra starke Schmerztabletten, das ist nicht schlecht. Wem geben wir das denn? Irgendeinem, der es wichtiger braucht. Irgendeiner im Nahkampf. Wie zum Beispiel Fax. Können wir nicht einfach so rübergeben? Okay. Dann gibt die extra starken Schmerztabletten mal dahin. Und du legst dir die mal da rein. Shit, jetzt habe ich es abgelegt, ne? Haha! Super gemacht. Was schnappst du dir? Tiger. Hotkeys hinzufügen. Dankeschön. Ah, wir haben ein Problem. Er hat kein. Doch, er kriegt auch direkt einen Strahlenanzug. Okay. Das erklärt einiges. Mit was für einer Waffe kannst du denn umgehen? Mit gar keiner. Ja, super. Du bist Stufe 5 schon, aber du kannst Toaster perfekt reparieren. Das ist ziemlich cool. Aber ansonsten hast du nichts drauf, ne? Wir brauchen 700 Erfahrungspunkte, dann steigst du auf. Und dann könnten wir dir mal eine Waffe in die Hand drücken. Irgendeine, die wir vielleicht noch nicht haben. Schrotflinte oder sowas. Obwohl besser, glaube ich, ein Sturmgewehr wäre. Damit er auf Fernkampf bleibt, weil der wird ja vorne direkt krepieren. Besser irgendwas von hinten, ne? Weiteres Scharfschützengewehr zum Beispiel. Wie sind denn deine Attribute? Koordinierung ist nicht sehr gut. Wahrnehmung? Okay. Ja, der ist nicht so prulle. Den geben wir ab. Okay, Red, quatsch mal mit den Nächsten. Die Rangers sind Helden und ich werde sicherstellen, dass es jeder hört. Ja, das freut mich. Sonst noch was wir mit dir quatschen können. Vielen Dank, dass ihr meinen Jungen gerettet habt. Ja, den Jungen werden wir jetzt gleich mal zurückbringen, würde ich sagen. Das ist dann eine Sache, die ich wohl alleine machen werde. Den Weg. Obwohl, das ist nicht so weit. Ne? Ranger-Station war ziemlich nah. Sieht das hier mapmäßig aus. Von hier unten kamen wir. Hier haben wir ihn gerettet. Sind aber nicht weiter irgendwo lang. Hier konnten wir ab in den Dschungel und sind hier rein. Da waren wir drinnen. Shit, da sieht man natürlich nicht. Moment mal. Nein, das ist falsch. Da sind wir drin gewesen, hat Katie sich umgebracht. Das ist die Bibliothek. Kein unerlaubtes Betreten. Edgerton werden auf der Stelle erschossen. Okay. Da waren wir noch nicht drin. Billy, Nancy, Lil Joe und James. Hallo. Ich will kein Blablabla. Ich will ein Ranger werden, genau wie Ralphie. Darf ich mich... Was? Wo steht das? Ich will ein Ranger werden, genau wie Ralphie. Darf ich, Mama? Darf ich? Okay. Sonst scheint hier nichts zu sein. Okay, wieder raus. Ein Haus mehr, was wir abhaken können. Wir haben 3 Level-Ups. Nächste Kampf ist gesichert. Oh Gott, was macht ihr denn hier? Geht man da drumherum? So. Die haben wir. Chopper 1 to base. Got Atchison sneaking along the western perimeter. Looks like they're up to no good.
I understand what you're trying to say. 10-4, Chopper 1. Hang back till I get you some reinforcements. Where exactly are you at? Negative, Topeka base. Disregard, disregard. It was a couple of coyotes. False alarm. Okay, Chopper 1. And, lay off those squeezins for a while, alright? Also Fehlalarm, hoffentlich stimmt das. Reisende. Ich kann die Einsamkeit des leeren Ödlands an euch riechen. Ich habe euer Kommen vorhergesehen und ich weiß, warum ihr hier seid. Aha. Sieht nach einer Prostituierten aus. Ich habe jedoch nicht vorgesehen, dass es so viele von euch sein werden. Werdet ihr mich abwechselnd nehmen oder werdet ihr mich alle auf einmal missbrauchen? Was? Hatten wir eigentlich nicht vor. Was ist das denn hier? Das Magazin betitelt Fredericks in Hollywood-Katalog liegt auf einem Nachttisch. Frauen in seltsamen und freizügigen Kleidern posieren auf dem Cover. Alle haben enorme Frisuren. Kann man hier Krankheiten kriegen? Eine weiche, üppige Frau, gekleidet in den zerrissenen Überresten mehrerer Garnituren Reizfläche. Sie sieht euch aus stark geschminkten Augen an. Ich gehöre euch für nur 15 Scrap. Haben wir einen Deal? Was bringt uns das denn? Das bringt uns gar nichts. Nö. Also, wenn ihr nicht interessiert seid, dann wünsche ich euch kein Interesse. Dann habe ich auch kein Interesse an euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. 15 Scrap ist nicht viel, sollen wir das mal machen? 15 Scrap verloren. Und jetzt kriegen wir sie wahrscheinlich irgendwelche Geschlechtskrankheiten und leiden darunter. Sehe ich das richtig? Ich vermute es. Bereitet eure Körper vor. Meine Güte. Wir waren super, was? Also man kann es immer wieder machen. Sinnlos. Ich vermute, dass sie irgendwelche Geschlechtskrankheiten jetzt kriegen. So ganz nett, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Selbst die Frauen haben sie missbraucht. Okay. Wie auch immer. So, nach rechts oder nach links? Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Es gehört eine Bande von Eisenbahnräubern, hat die Vorräte von Dr. Holiday gestohlen. Was? Dr. Holiday. Oh, hier gibt es Pünktlein. Nehmen wir natürlich mit. Hey. Die Statue ist aus schwerer Bronze und derart gutem Zustand, dass sie offensichtlich jemand um sie gekümmert haben muss über die Jahre. Was ist das hier für ein Symbol? Warum erkenne ich das? Ist das irgendein Symbol, das wir hier haben? Hier, da ist es. Tierflüsterer können wir da machen. Stufe 2 und du hast das? Stufe 1. Ja, dann wirst du es versuchen. Geheimnis von Nim. Was zur? Eine Ratte taucht plötzlich hinter der Statue auf und beginnt euch hinterherzulaufen. Yay! Was für einen Effekt kriegen wir dafür? Plus 1 Intelligenz. Kann mit dem passenden Gerät entfernt werden. Warum sollten wir es entfernen? Mögen die Ratte oder gibt die uns irgendwelche Geschlechtskrankheiten? Oh. Möchtest du den tierischen Freund wirklich aus dem Team entlassen? Nein, die Ratte kann mit angreifen. Aber sonst können wir da nichts machen. Schade, ich hatte gehofft, da kriegen wir so ein paar Fähigkeitspunkte. Der Zug sieht hier mehr als nur fahrbereit aus. Jedes Schräubchen ist auf Hochglanz poliert. Aber warum steht er dann still? Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
für eine Monsterratte, ne? Das ist schon eher ein Hund. This is Chief Kekaba. My choppers just found another Atchison bomb buried near the water tank. It has been defused, but there may be others. Be on your guard, Topekans. The Atchisons hate us for our quality of life, and will stop at nothing to bring us down to their level. Mhm. Ah! Schande! Schande, da hätte ich nicht reingedurft, einfach so. Shit. Shit, 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 shit. Okay, das will ich eigentlich nicht. Das ist ganz schlecht. Ich will die ja gar nicht als gegen mich haben. Kacke, soll ich alle Topekaner töten, die es hier gibt? Und was sagt er dazu? Er ist Topekaner. Also das ist doof. Scheiße. Wo ist der letzte Speicherpunkt? Können wir einen Schnelldurchlauf nochmal machen? Was wir gerade gemacht haben, müssen wir nicht nochmal lesen. Mist. Ich muss mehr speichern. Warum mache ich das denn auch nicht? Driss. Okay. Da waren wir drin. Das ist der letzte Speicherstand, da drin ist nichts, da müssen wir nicht rein. Hier drin finden wir den Doc und ein Buch. Doc, den Bibliothekar und das Buch. Vielleicht gucken wir ihn mal an, vielleicht ist das wichtig. Da nehmen wir das mit. Geben das Chojin. Chojin benutzt es direkt. Irgendwo hier müssen wir doch auch die nächste Antenne anbringen, oder? Ah ne, das war im Gefängnis, glaube ich, ne? Genau, hier war das nicht möglich. Bitteschön. Ja, wir nehmen den Jungen mit. So, jetzt haben wir dich dabei. Hier wieder raus. Im Endeffekt, das, was wir gemacht haben, kann man auch durchklicken. In ein paar Sekunden machen, wie ihr seht. Aber wenn man sich hier noch nicht auskennt, halt, wir müssen in die Richtung. Genau, dann sind wir hier rüber gegangen. Chopper 1 to base. Got Atchison sneaking along the western perimeter. Looks like they're up to no good. I understand what you're trying to say. So, dann haben wir mit der geschlafen für 15. Hang back till I get you some reinforcements. Where exactly are you at? Negative, Topeka Base, District. Ja, 15 Scrap verloren. Wir kriegen alle Geschlechtskrankheiten. Das ist nun mal so. Auf Wiedersehen, komm. Schauen wir uns was genauer an und machen den Tierflüsterer. So, jetzt sind wir eigentlich genauso da, wo wir eben auch waren. Könnt ihr mal hier rechts lang gehen? Frage ist, kämpft die Ratte mit? Weil dann wären wir ja jetzt schon zu 8. Könnte später sogar ziemlich praktisch sein, dieser Tierflüsterer, weil wir eine weitere Person dann haben, ne? Weil die werden sehr dumm agieren. Einfach angreifen, ne? Okay, hier ist wieder Alarm und alles dran. Da gehen wir erstmal nicht hin. This is Chief Kekaba. My choppers just found another Atchison bomb buried near the water tank. It has been defused, but there may be others. Be on your guard, Topekans. The Atchisons hate us for our quality of life
and will stop at nothing to bring us down to their level. Hm, ich vermute, dass die auf der Seite irgendwo sind. Sollten wir aufpassen. Wo geht's hier hin? Atchinsons Lager betreten. Okay. Nein, wollen wir nicht. Das heißt, dieses ganze Map ist nur deren Lager. Interessant. Ja, dann wollen wir natürlich erstmal alles hier abklappern. Dann alles auf der anderen Seite und dann können wir uns immer noch entscheiden, auf welche Seite wir uns schlagen oder ob wir nicht irgendwie einen Frieden machen können. Wenn zum Beispiel Ralphie die Jess heiratet, die anscheinend ja von dem anderen Lager ist. Boah. Ein bisschen Umweltverschmutzung hier. Oh, wir können hier eine Bar. Mhm. Eine Bar. Das Ranger-Dasein macht durstig, was? Oh ja. Semmel, Tropicana, Tropicana. Tropicana. Okay, wichtig wird sehr wahrscheinlich. Oh, Fernsehen haben die hier. Auf dem Fernsehbildschirm kämpft ein Typ mit Vukuhila mit einem anderen Typen mit Vukuhila. Was auch immer das ist. Hey, Goshin Gorkinovich. Noch einen für den Weg. Weißt du, früher zu Hause, wenn Kaktus schlecht geworden wäre und bla bla bla. Okay, die kennen sich wohl irgendwie. Wer bist denn du? Rangers? Ich weiß nichts über S. Hm. Über welches S weißt du nichts? Jedes S. Ich weiß überhaupt nichts. Ehrlich. Ihr könnt jeden fragen. Ich gehe nur mit Fusel hausieren. Was für eine Art von Alkohol? Ich bin ein fahrender Snake-Squeezing-Händler. Ich kaufe in großen Mengen hier bei Gorkinovich und verkaufe überall im Ödland, Highpool, Agrarzentrum, sogar in der Ranger-Zitadelle. Könnte das der Händler sein, mit dem Ace was hatte? Schon mal von dem Höllenraiser gehört? Das ist ein Ranger, oder? Weiß nicht viel über ihn, aber soweit ich gehört habe, ist er drüben beim Atchinson-Lager, um irgendwelche Untersuchungen zu machen. Hast du einen Ranger namens Ace gekannt? Ah. Ja, nein, nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, was von was ihr hier sprecht. Klugscheißer. Zerhund 4. Wie hoch hast du das? Ah, shit. Und ich kann es jetzt nicht anziehen, ne? Sie könnte die Plakette anziehen, dann hat sie 4. Wenn ich jetzt rausgehe, geht das nicht mehr, ne? Scheiße, das ist so doof, dass das da nicht mehr geht. Danke, dass ihr mich nicht geschlagen habt, Rangers. Ich muss jetzt mich auf den Weg machen. Ihr wisst schon, macht's gut. Was? Bleib stehen. Jetzt können wir echt nochmal langweiliger Mann machen. In Ace Tagebuch steht, er sei mit einem langweiligen Mann, der Snake Squeezies verkauft, gereist. Klingt sehr nach dir. Ist ja gut. Ja, das bin ich. Über den er da in seinem Logbuch spricht, habe ich aber keine Ahnung, was er mit langweilig meint. Wie auch immer. Ja. Ich bin mit dem Typ gereist. Irgendwas hat ihn gejagt und erwischte ihn in unserer zweiten Nacht im Lager der Gleisnomaden. Tötete ihn. Den Ärmsten. Oh, fast vergessen. Ich schnappte sein Logbuch, bevor ich Hilfe holte. Was für eine Art von etwas. Ich weiß nicht, was es das war. Es war schrecklich. Sah aus wie ein Mann. War aber aus Plastik. Und die Augen dieses Dings, igitt. Wenn ich schlafe, dann sehe ich sie immer noch vor. Wo genau hast du Ace-Protokolle gefunden? Das habe ich in dem Rucksack von dem Ding gefunden und mitgenommen. Aber ich wollte es zurückgeben, sobald ich das nächste Mal an der Ranger-Zitadelle vorbeikomme. Wirklich, hier nehmt es, ich will es nicht. Ja, das ist Schande, wir haben nämlich Zerhund 4 eigentlich. Kacke. Augenblick, Elektro 1. Den ich kann diesen Feigling nicht einfach gehen lassen. Das für dich, Ace. Ach du Scheiße. Und du triffst nicht mehr. Nochmal neu. Augenblick, Echo 1. Denn ich kann diesen Feigling nicht einfach so gehen lassen. Er hat einfach zugesehen, wie Ace gestorben ist. Hey, nein, lass mich in Ruhe. Das ist für dich, Ace. Ah, Mist. Es war mein zweitbester Snake Squeezies Kunde. Vielen Dank, Rangers. Man sieht gar nicht die Leiche. Man sieht gar nicht die Leiche, wo er ihn umgenockt hat. Seltsam. Ranger Death verfehlt Samuel. Wo ist denn Samuel? Bin ich jetzt doof? Samuel ist weg. Samuel ist unsichtbar.
Es gibt hier keinen Samuel. Darum triffst du auch nicht. Also sie hätte ihn jetzt erschossen. So, wahrscheinlich hätte ich direkt am Anfang hier gehabt, dann hätte es geklappt. Naja gut, dann lebt er halt noch. Fette Wampe, roter Kopf, wildes Rauschebart. Wilder Rauschebart. Der Wirt sieht aus wie ein zu groß geratener Zwerg vom Cover eines billigen Fantasy-Romans. Allein die kleine schwarze Kappe mit einem roten Stern, die sein dichtes graues Haar zusammenpresst, trübt diesen Eindruck. Willkommen, Rangers, in der besten Bar des ganzen Topikan-Territoriums. Ich freue mich immer, die heroischen Paladine der Wüste zu versorgen. Mit Stolz kann ich behaupten, den besten Snake-Squeezies weit und breit auszuschenken. Und für Rangers wie euch auch zum besten Preis weit und breit. Was denkst du über die Desert Rangers? Jeder ist an meinem Geschäft willkommen, vorausgesetzt, er kann seine Mordlust im Zaun halten. Was hältst du von den Topekana zu sein? Die Leute sagen, dass das Lager der Gleisnomaden in Topekana und Atchison aufgeteilt ist. Aber dem ist nicht so. Die Topekana betreiben die Züge und haben die Stadt gegründet. Die Atchison arbeiten nur hier. Was hältst du von denen? Das waren gute Kunden, bis Kekeba sie aus dem Lager geworfen hat. Jetzt ist Casey James und der Rest von denen so zornig auf uns, dass es das Beste ist, sie zu erschießen, bevor sie uns zu nahe kommen. Sonst sprengen sie sich selbst in die Luft. Sie haben ein Lager außerhalb von unserem. Erbärmlich. Ich bin überrascht, dass nicht ausgetrocknet und weit weggeweht wird. Und die gleich mit. Okay, ich quatsche jetzt so nicht mehr, das ist so anstrengend. Es war einmal so, Casey James, was hältst du von dem? Er war einmal ein guter Mann für die Atchison. Aber selbst damals war er bockig. Jetzt, da Kekeba ihn rausgeworfen hat, ist er von bockig zu blutrünstig übergegangen. Was hältst du von Kekeba? Er ist unser Anführer, hat Eier aus Stahl, der Ombre. Sorgt dafür, dass die örtlichen Lappen nicht aus der Reihe tanzen. Ich wünsche nur, er würde einen Gang runterschalten, was die Atchison betrifft. Sind zwar eine Horde von mordlüsternen Bastarden, aber dieser Krieg ist einfach schlecht fürs Geschäft. Was steht dem Handel im Weg? Sind wir, bevor die Topikans nicht aufhören, die Atchison zu bekämpfen, werden wir diesen Zug nie ans Laufen kriegen. Und das wird nie passieren, weil Kekeba und der alte Casey James einfach zu stur sind, um sich zu einigen. Sie beschuldigen sich gegenseitig für den Unfall. Und sie behaupten beide, der goldene Gleisnagel gehöre rechtmäßig ihnen. Der goldene Gleisnagel? Der goldene Gleisnagel ist die Auszeichnung unseres Stammes, die wir von John Henry persönlich bekommen haben. Egal, was die Atchison sagen. Wenn wir ihn verlieren würden, wären wir keine Topikaner mehr. Aha. Wenn ich den also stehlen würde und würde die den Atchison geben, sind sie die Topikaner und ihr nicht mehr, oder wie? Was für ein Wrack ist das? Passierte vor ein paar Jahren. Kekeba fuhr den Zug und er verunglückte. Hat ihn sein, was auch immer, gekostet. Er machte die Atchison für die schlechte Wartung der Schienen verantwortlich. Sie beschuldigten uns, die Bremsen nicht gewartet zu haben. Darum haben sie auch den Bremsschuh gestohlen. Okay. Den müssen wir auch besorgen, oder? Was für eine Art von Wichsern. Die ganzen Penner, Junkies, Eisenbahnräuber, die hier leben, machen ständig Sachen kaputt und sind die Spucke nicht wert, um sie zu verfluchen. Wir sind die Eisenbahnräuber. Zugräuber. Natürlich sind sie jetzt, wo die Züge nicht fahren, nur einige Räuber. Sie haben ein Versteck irgendwo zwischen uns und den Atchison-Lager. Meiner Meinung nach sollten wir sie bekämpfen, nicht die Atchison. Du hast ein Problem mit dem Drogenabhängigen? Kein Nutzen aus diesen Verlierern. Sie trinken keine Squeezies. Sie schnupfen nur Zerkit. Ekelhaft. Was ist Zerkit? Sie stellen es aus gemahlenen Skorpionen her. Gift, wenn ihr mich fragt. Du magst keine Penner? Ich mag dich nicht, Kerl. Die sind meine besten Kunden, bis sie meine schlimmsten sind. Aber die Züge scheinen nicht zu funktionieren. Als würde ich es nicht selbst wissen. Ich könnte meine Squeezies-Verkäufe verdreifachen, wenn ich einen regulären Handel mit meinen weiter entfernten Kunden aufbauen könnte. Im Moment habe ich nur Sammy Haas und er macht seine Runden zu Fuß. Es ist alles der Fehler dieses vernappten Casey James. Wer ist Samuel Haas? Er ist hier irgendwo. Aber wo ist er? Ah, da ist er. Da unten am Ende der Bar. Okay. Das heißt, irgendeiner von denen wird das hier sein. Der bestimmt. Was steht dem Handel im Weg?
sind wir. Das hatten wir doch schon. Wir würden gerne ein paar Snack Squeezies kaufen. Eieiei, Schlangen-Squeezies. Was auch immer das ist. Auf jeden Fall können wir dir Zeug verkaufen. Hier, wie wär's denn damit? Dankeschön. Wir haben hier noch was. Das brauchen wir nicht mehr. Das Logbuch brauchen wir. Ja, hier, da ist der zähe Hund, Ranger-Stern. Ich hätte mal anlegen sollen, nicht Idiot. Sollte ich jetzt direkt machen nach dem Gespräch. Was ist das denn? Kristall. Brauchen wir den noch? Okay, verkaufen, raus hier. Auf Wiedersehen. Und wo ist hier Sammy? Okay, irgendeiner von denen ist das. Wir quatschen die jetzt gleich alle mal an. Legen bei ihr aber den Stern an. Sehr gut, trifft sie nicht mehr so gut. Und machen hier einen Break. Bis gleich.